So, everyone, spread out. Nee, es geht weiter. Denn meine Fraps Capture-Taste ist die Everyone Spread Out-Taste von Mount & Blade. So, und juhu, Alliance ist auch dabei. Okay, und so werden wir denn. Ah, erstmal zum Marktplatz gehen. Mal gucken, was ich hier so pferdemäßig. Ach, Headback. Erstmal verlassen wir die ganze Geschichte. Gucken mal, was Alliance so alles drauf hat. Und dann können wir uns ja mal daran machen, uns ein bisschen Equipment hier für unsere Leute zusammen zu klauen. So. Eine Tabarde hat er. Und Nomad Boots natürlich. Das Übliche. Und kein Pferd. Du bist so blöde. Manometer. So, Pferd. Drei. Er hat sogar drei. Er kann. Du. Du, mein Lieber. Haha. Allein. Ah, warte mal. Level 2? Das ist aber nicht so viel. Aber er ist wirklich ein guter Kämpfer. Das kann man nicht anders sagen. Allein, du wirst mein Schwertpartner. Juhu. Und ich lasse dir die Ehre zukommen. Und du darfst Horst in den Kampf führen. Horst, den Heavy Hunter. So, nee, unsere Rüstung, die behalten wir. Und nachdem wir jetzt Horst, den Heavy Hunter, da, so und dann hier, dann kaufen wir für die anderen beiden auch Pferde. Und zwar Pferde, die sie auch reiten können. Und zwar, wie wäre es denn hier mit so einem Spirited. Och, das ist alles so teuer, meine Güte. Das ist ja schon wieder so schlecht hier einfach. Ja. Cursor. Doch, ich glaube, wir kaufen mal zwei Cursor für unsere beiden anderen Typen. So, die Nomad Boots können alle weg. Ich muss immer noch 1116 Dinare zahlen. Da sieht man mal. Also, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist nicht gut. Gut, also zwei Pferde. Dann gehen wir mal zum Waffentypen. Greatsword. Also, Alliance ist eigentlich, kommt mit allem ganz gut klar, würde ich mal sagen. Also, er bräuchte allerdings noch, ja, eine Lanze. Eine Balanced Light Lance? Ja, doch. Double-Sided Lance? Aha. Huhu. Haha. Ja. Okay. Greatsword, das ist alles Zweihänder hier. Die haben nur Zweihänder. Das ist irgendwie nicht in Ordnung. Okay. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Greatsword. Vielleicht doch lieber ein Two-Handed Sword für ihn, aber dann hat er kein Schild. Und ich möchte eigentlich, dass der Herr ein Schild bekommt. Nämlich hier so ein Heavy Round Schild. Ja, nehmen wir das mal. Ein Kavallerieschild. Heavy Fighting Pick finde ich auch nicht schlecht. Ja, das ist erstmal. Man muss es ja auch nicht übertreiben. So ein Heavy Fighting Pick für ihn. Die anderen beiden haben ja schon ihre Falchions. Eine Double-Sided Lance. Ach, die kann er auch mitnehmen hier, der Typ. So, Fighting Pick. So, das ist also alles Alliance. Und, was brauchen die anderen denn noch? Ja, die brauchen auch noch irgendwas Schildmäßiges. Hier ein Schild und da noch ein Schild. Sehr schön. Das ist schon die halbe Miete. So, Oh, eine Heavy Lance. Das ist natürlich viel besser als die Double-Sided Lance. Aber da braucht man auch Stärke 10 für. Ich weiß gar nicht, ob Alliance so viel hat. Na gut, soll das erstmal auch reichen. Und dann zum Armor-Typen. Und jetzt wird erstmal geguckt. Jetzt müssen wir uns erstmal hier ordentlich eindecken mit schöner Armor. Aber die ist so sauteuer. Ah, Hilfe. Gut. Light Leather. Ach, hier, sowas. Das ist cool. Verbessert gleich mal und dann nehmen wir das Red Gambeson, nehmen wir auch mit. Und dann brauchen wir noch irgendwas anderes Schönes. Zum Beispiel eine Bernie. Battered Haubergen. Eine Haubergone. Ja, ich glaube, ich nehme das mal hier, die Bernie noch mit. Die ist auch für Alliance, falls er sie tragen kann. Da bin ich mir nicht so sicher. Und ja, sieht eigentlich ganz gut aus jetzt. So, 2384 müssen wir jetzt bezahlen. Ist mir ein bisschen zu viel. Gut, also lassen wir das mit der Bernie wieder sein. Oder wir nehmen hier anstelle dessen Red Gambeson. Ach, das ist ja alles so ein Quatsch hier, meine Güte. Gut, okay, da muss einer von denen halt ohne richtige Rüstung auskommen. Da kann ich jetzt auch nichts für. Und ja, ich würde sagen, dann sind wir erstmal einigermaßen ausgerüstet. So, dass wir hier
in den Sonnenuntergang reiten können. In den Kampf gegen das neue YouTube-Kanal-Design. Genau. Da möchte ich jetzt auch noch ein paar Gedanken zu loswerden, während wir hier unsere Leute aufrüsten. Das neue YouTube-Kanal-Design. Neu, aber scheiße, würde ich jetzt mal zusammenfassend behaupten. Man hat sich, es ist zwar auch eine Gewöhnungssache, würde ich sagen, von der Übersicht, da man muss wissen, wo was ist, aber was mich am meisten annervt, man hat nicht mehr alles auf einer Oberfläche. Man hat so diese kleinen, fiesen Menüs jetzt auf jeden Fall. So, und was mich da mit am meisten nervt, dass ich zum Beispiel nicht die Kommentare auf einen Blick sehen kann, wenn ich auf meinen Kanal gehe. Ja, das ist mir ein bisschen unbegreiflich, auch wenn ich einen Kommentar da ablassen möchte, muss ich mich erst durch drei Untermenüs klicken und dann kann ich endlich einen Kommentar eingeben und sehe noch nicht mal, was irgendwie jemand anderes antwortet. Da muss ich dann nochmal auf den Extra-Knopf drücken und dann wird wieder alles nicht aktualisiert. Und wenn ich dann einfach wissen möchte, wie viele Abonnenten ich gerade habe, dann bin ich total aufgeschmissen, dann muss ich ganz aus meinem Kanal rausgehen und wenn... Ah, ihr seht schon, das ist total blöde gemacht. Es hinterlässt bei mir das Gefühl, das neue Kanaldesign irgendwie abgeschnitten zu sein von der YouTube-Community. Ich sehe zwar meine eigenen Videos und wie ich es auch hindrehen möchte, aber ich sehe zum Beispiel nicht, wie gesagt, meine Kommentare oder irgendwas, irgendwelche... Also ich sehe nicht alles auf einen Platz und das möchte ich eigentlich so. Und ich kann es nicht mehr frei anordnen, das ist noch schlimmer. Und mein Profilbild, mein Kanalbild ist auch die ganze Zeit irgendwie unten abgeschnitten oder so. Also wer das entworfen hat, der muss irgendwie richtig dolle... Ja, mal drei Flaschen Rum zu viel getrunken haben oder zu viel Mountain Blade Solo gespielt haben oder zu viel Mountain Blade oder zu viel Computer im Allgemeinen oder war zu viel auf Facebook. Ich weiß ja nicht, woran dieses Design angelehnt ist. Das ist mir noch so ein Rätsel. Wahrscheinlich hat da der YouTube-Betriebspraktikant mal so, ja, Praktikumsaufgabe, erstelle ein neues Kanaldesign. Und dann ist das irgendwie so durchgeflutscht bei den Oberen. Und ich meine, oh, das sieht toll aus. Und mit diesen Schwarz und Grau und Weiß. Ui, drei verschiedene Farben. Und die sind alle so sinnvoll angeordnet. Oh, los, komm. Geben wir dem Praktikanten mal die Möglichkeit, das hier zu verwirklichen. Und dann haben sie die Praktikanten-Programmierer herangesetzt, die dann so das wunderbar einfache und intuitive, in Anführungszeichen, Interface gestaltet haben, ja, so dass alles so unübersichtlich und bescheuert und benutzerunfreundlich wie möglich ist. Und das Schlimmste ist ja, dass man die alten Kanalbilder noch nicht mal benutzen kann, noch nicht mal wieder benutzen kann, weil das neue Kanaldesign nun 3 Pixel oder 2 Pixel breiter oder ein paar Pixel breiter ist als das alte. So, dass es mein Hintergrundbild jetzt auch schön verdeckt. Das sieht jetzt noch beschissener aus als vorhin. Gott sei Dank kommt bald ein neues und da sitze ich ja schon dran, hatte ich ja gesagt. Es wird nicht pünktlich heute erscheinen, leider. Da sind mir dann noch ein paar Sachen dazwischen gekommen. Aber irgendwann wird es auch das geben. Und ja, das Farbschema, ich habe noch nicht herausgefunden, wie man das ändert. Ich habe viele Sachen noch nicht herausgefunden, wie man sich hier das so ein bisschen personalisiert, diese blöde YouTube-Kanalseite. So, jetzt habe ich mich schon wieder festgequatscht. Ich möchte hier, Leserlied, du, Nobleman-Outfit. Nee, du behältst mal deinen Quatsch. Warte mal, halt, wir wollten erstmal, Borcher. Ja, ich muss mich jetzt erstmal wieder umorientieren. Du hast 14, gut, eigentlich Borcher könnte mal hier diese Red Gambeson kriegen, genau. Borcher kriegt das und Borcher kriegt auch noch ein Schild. So, und Borcher kriegt ein Pferd. Super. Und damit sieht das schon aus wie ein richtiger kleiner Kämpfer. Okay. Dann weiter. So, Allein. Du wolltest ja meine Speerspitze sein. Und deswegen kommst du ganz nach oben. So, dann dein Equipment. Ja, und du kriegst natürlich die gute Rüstung. Gut, dann das gute Kavallerieschild, dann den Heavy Fighting Pick zusammen mit dem Schwert und die Heavy Lance. Und das war's auch schon. Aber es reicht ja auch, ne? So, okay. Und Leserlied. Jetzt bist du an der Reihe und du kriegst alles, was die anderen nicht, bekommen haben. So, zum Beispiel die Double-Sided Lance, das hier. Und, ach ja, du warst ja der jetzt keine neue Rüstung kriegt. Denn du hast schon eine 15er und das muss reichen. Aber du kriegst auch noch ein Pferd. Super. Und damit haben wir das alles geklärt. Ab nach Nara nochmal und Marketplatz. Und dann verkaufen wir mal den Überschuss. Fehlt jetzt hier irgendwas? Nö. Irgendwie... Ach so, hier, Horst ist ja bei dem anderen Typen. Genau. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. So, 1116 Dinare und wir schauen mal. Vielleicht gibt es ja wieder was Schönes. Vielleicht doch noch eine bessere Rüstung für Leserlied. Der tut mir jetzt gerade so ein bisschen leid. Naja, also eigentlich...
Eigentlich könnten wir ja hier 1162, 1000, ach, naja, Okay, 6, ach, der kriegt hier noch das Sturdy Blue Gambeson, super. Und dann sind alle glücklich und zufrieden. Und wir können dann weiterreiten. So, Talk. Let me see your equipment. Und ja, ach, ich lasse es einfach mal auf mich zukommen, das neue YouTube-Kanal-Design. Und nein. Ah ja, okay, super. Er ist noch super glücklich und freut sich. Und wir sind mit unseren drei tollen, tapferen Recken hier unterwegs, um Angst und Verwirrung zu verbreiten. Und das reicht jetzt auch erstmal für diese Session. Drei Kumpane, die wir aufrüsten. Und wir werden uns auch bald in einen Kampf gegen einen Lord stürzen. Am besten gegen einen Roddock Lord. So. Ich denke, am neuen YouTube-Kanal-Design werden auch noch viele Änderungen durchgeführt werden. Da bin ich mir relativ sicher. Also, das kann nicht so bleiben. Sonst bricht hier die gesamte YouTube-Community irgendwann zusammen. Ich sehe es schon kommen. Und das Wehklagen wird groß sein. Oh, YouTube funktioniert nicht mehr. Die Kanal-Designs sind so scheiße, dass die View-Zahlen um 98% zurückgegangen sind. Ja, das wäre schön. Wenn es so weit kommen würde. Aber so weit kommt es nicht. Na, mal sehen. Ach ja, Hauptsache, sie lassen den Praktikanten nicht mehr ran bei YouTube. Oder ich weiß nicht, es sind vielleicht auch mehrere Praktikanten. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. So, und hier haben wir ein paar Roddocks. Und was machen wir mit den Roddocks? Ja, Yakinato der Weise ist darauf geeicht, diese Roddocks zu vernichten mit seiner riesigen Party. Und das probieren wir jetzt mal. Zum Abschluss dieser kleinen Session wollen wir es mal machen. Ja, wir werden Lord Tribidan beschä. Ja, wir werden warten, bis unsere Kumpels wieder auf dem Dampfer sind und dann geht's weiter. So. Na, na, na. So, 76, 75. Ach, das muss reichen. 138. 138. Ich habe dann wieder das Gefühl, also wahrscheinlich wird es dann wieder so sein, dass wir ein paar Sachen verlieren. Aber ist egal. Da müssen wir jetzt mal durch. Halt! Ich habe Lord Freischin defeated. So, we will fight you to the end. 4 gegen 138. Und das ist jetzt schon mal ein kleiner Brocken. So, meine Lieben, ihr dürft mir bitte folgen. Cavalry und follow me. Und es wäre schön, wenn ihr mir wirklich folgen würdet und nicht einfach da steht. Hallo. Ja, Borcher, du auch. Gut. Wo ist denn der Gegner eigentlich? Wo ist der Gegner? Wo ist der Gegner? 138. Und ja, wir sind cool. Die tapferen, krassen Atzen. Und unglaublich viele Speerträger sehe ich hier. Nicht gut. Gar nicht gut. Wer kann denn wissen, dass es die mit den langen Speeren sind? Och, das ist unfair. Und ja, danke. Nun, ja, ihr seid in 3 Sekunden tot. Das weiß ich selber. Eins. Ja, also müssen wir uns wieder ganz alleine hier durchschlampeln. So, eins, zwei. Und wo ist der dritte? Der ist noch nicht tot. Hallo? Ah, da. Genau. Das war der dritte. Und ja, jetzt sind wir auf uns alleine gestellt. Und ja, wir sind ganz schön alleine, muss ich mal sagen. Und müssen uns hier ordentlich durchhacken. Ah, ich habe mir neulich nochmal hier so ein paar Mountain Blade, so Folge 13 oder sowas angeguckt. Mann, waren wir da schlecht. Also auch wenn wir da gewonnen haben in der Session und in der Folge, es war. Also unsere Frequenz, unsere Gegner-Schnetzelfrequenz war auf jeden Fall wesentlich geringer. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken hier. Also wie gesagt, das ist ganz schön heikel hier mit den ganzen Speerleuten. Das hätte ich gerne anders gehabt. Da müssen wir wirklich gutes Timing walten lassen und immer schön ausweichen. Und wenn wir nicht mehr ausweichen können, einfach reinreiten und das Beste hoffen. So, das war ein Lord, so wie es aussieht. Und mein Pferd kriegt immer mal ein paar Damage, wenn wir da in so eine Gruppen reinrennen. So, aber nichtsdestotrotz, ich schätze mal, haben wir jetzt schon ein bisschen hier auf 100 die Leute runtergekriegt. Hoppa.
Ja, da dürfen wir nicht reinrennen. Das ist Quatsch. So, du bist der Lord. Genau.